Ciao Leute, ciao von Andrea Unger. Eine Frage, die ich oft höre, ist, wie viel Hebel nutzt du? Gut, diese Frage ist in meiner Meinung gefährlich. Die ist gefährlich, weil mit dieser Frage eigentlich suchen wir eine Antwort, sodass wir unser Geld maximal nutzen können. Die Idee ist, ich habe so und so viel Geld, das will ich bis zum Maximum nutzen, weil ich sehr viel verdienen will. Und das bedeutet auch, dass wir erst auf Profits konzentrieren. Das ist okay, ich meine, wir arbeiten ja im Trading, weil wir irgendwie profitieren wollen. Aber wenn wir von Profits starten, dann haben wir ein falsches Ansatz. Warum? Weil wir erst immer, das ist was ich meine und was alle Händler, die erfolgreich sind, normalerweise tun, wir sollten uns erst über Verluste kümmern. Das bedeutet, erst sollen wir von der Verlustidee starten und diese begrenzen. Das heißt, ich habe diesen Plan, mein Trade wird hier öffnen, da schließen oder hier ausgebaut werden. Und in dem Fall verliere ich so und so viel. Das so und so viel müssen wir begrenzen. Wie? Das heißt, wir haben ein Konto, zum Beispiel 10.000 Euro, und wir sagen, mit meinem nächsten Trade will ich nicht mehr als 2% von dem Konto verlieren. 2% ist, was ich normalerweise empfehle als normal. Es scheint klein, aber es ist nicht klein, glaubt mir. Und 2% von 10.000 Euro ist 200 Euro. Nehmen wir an, das sind Dollar. Einfacher. Und wir haben jetzt ein Trade auf Forex. Ein Lot mit, zum Beispiel, nehmen wir an, unser Trade hat als Plan 50 Pips Stop. Okay? Diese 50 Pips mit einem Lot sind 500 Dollar. Aber wir haben Grenze an 200 Dollar, weil wir das so geplant haben. Unser Riskprofil sagt nicht mehr als 2%, da wir 10.000 Dollars haben, sollen wir nicht mehr als 200 Dollar verlieren. Also, wenn wir mit einem Lot arbeiten, das ist einfach zu viel, weil mit einem Lot nach unserem Plan würden wir 500 Dollar verlieren. Aber wir dürfen nicht mehr als 200 verlieren, dann müssen wir unbedingt mit eine kleinere Position arbeiten, das heißt mit Mini-Lots, nicht ein Voller-Lot. Wie viel? Das sage ich Ihnen nicht, das sollen Sie selbst kalkulieren oder eine Excel-Datei vorbereiten, wo Sie einfach die Zahlen reinschmeißen und Sie kriegen dann die Antwort. Das ist wichtig, damit man das als Gewohnheit durchrechnet und ich werde es Ihnen sagen, wenn Sie da unten schreiben, dann werde ich das auch verraten. Aber generell ist es sehr wichtig, dass wir immer von der Idee starten, dass wir in diesem Trade verlieren können und dass dieser Verlust uns nicht tötet. Als Trader natürlich. Das heißt, Risikobegrenzung und wie gesagt, 2% pro Trade ist schon gut. Ich empfehle es nicht, ich sage nicht mehr als 2%. Das ist, was ich sage. Ich meine, ich kenne nicht direkt die Leute, die hier zuhören. Und ich kann natürlich nicht etwas über Ihr Risikoansatz sagen. Ich sage nur, dass 2% pro Position schon tapfer ist, okay? Also wenn einer sagt, oh, 10%, nein, verrückt. Wettbewerb, okay, aber normaler Trading absolut nicht. Das ist, was ich empfehle. Es wäre zu gefährlich. Also ich weiß nicht, wie viel Hebel ich nutze. Ehrlich zu sagen, ich starte nie vom Hebel. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich habe ein Konto, ich arbeite auf Futures und ich habe gesehen, in den Tagen, wo ich sehr gut investiert bin, wo ich mehrere Positionen für die ganze Anzahl von den Systemen habe, wo ich diese mehrere Positionen offen habe, da nutze ich ungefähr ein Drittel von meinem Konto. Das heißt, nicht zu viel eigentlich. Dann könnte man sagen, okay, warum nutzt du die anderen zwei Drittel irgendwie woanders nicht? Ja, darüber werden wir in einem anderen Video etwas sagen, weil es interessant ist und wir können das nicht in ein paar Minuten erledigen. Aber, wie gesagt, ich nutze nie mein Vollkapital, weil ich es nicht brauche, weil ich immer nur vom Risiko starte. Nicht brauche bedeutet, ich brauche das als Geld, als Cash nicht,
Aber ich brauche das, weil aus dieser Summe meine Positionsgröße kalkuliert werden nach meinem Risikoprofil. Kompliziert vielleicht, aber meine wichtige Nachricht ist immer von den Verlusten starten und nur später sich über die Profits kümmern. Wir müssen die Verluste begrenzen, wir müssen die Verluste überleben im Trading, damit wir auch morgen nochmal wieder eventuell handeln können. Das ist sehr wichtig. Das war's. Wenn das interessant oder hilfreich war, abonnieren Sie zum Kanal. Neue Inhalte werden bald kommen. Und ciao von Andrea Unger aus Italien.